ich nie vergessen. Arigato. Er konnte einem Angst machen, wenn gut, dann speichere ich mir meinen Text. Und geraucht hat er wie ein Schlurt. Könnt ihr trotzdem immer schreiben. Besser so, als dass es vergessen wird. Jetzt sind wir wieder hier drin, warum auch immer. Ich hab Juan schon ewig nicht mehr so sauer gesehen. Weißt du, was ihn so in Rage gebracht hat? Hey Junge! Oh, das ist ja nachts. Oh, das ist ja direkt beschissen hier. Das ist ja direkt kacke. Wir sind direkt draußen. Im Dunkeln. Was haben wir denn? Der Ernährer der Familie. Das ist eine Nebenaufgabe. Die ist nur nachts. Das können wir ja machen, oder? Ja, töten. Das ist schon wieder Menschen in Säure. Du sagst Bescheid dann. Ja, aber ist in letzter Zeit ja alles immer ein bisschen schwierig gewesen am Wochenende, ne? So viel Mist, was passiert ist. Kein Fluch, oh, es fängt ja schon gut an. Merke ich mir. Das merke ich mir. Das muss ich... Au, das muss ich noch üben. Boah, ist echt schwieriger mitzusehen. Punkte und jetzt, ey, jetzt kam gerade 20 mehr. Nice, Glückwunsch, Chloe. Sehr gut. Boah, da sind ja zwei von denen. Drei! Mann. Sehr riskant, wenn ich jetzt darüber springe, ne? Frechheit. Oh, oh, nein, nein, nein. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich musste aber lang, na super. Immer wieder richtig doof. Diese Heuler. So weit laufen. Kann ich hier irgendwie hochklettern? Nö. Spier braucht Morphium wegen deiner Schulter. Das ohne Fluchen. Braucht jemand Hilfe? Was ist denn für eine? Der hat eine Tasche.
Mitten im Gebiet, wo ich nicht sein möchte, ehrlich gesagt. Tablet ist einfach so Schrott, Stream läuft auf 480p und die CPU steht bei 98 Auslass. Und das Stream ruckelt, so ein Schrott kann nicht mehr Twitch schauen. Oh wow. Richtig toll. Überlebende wurde verwandelt. Ja, das ist nicht schön. Böse, böse, böse. Double Kill. Oh ne, die leben noch. Kommst du noch hoch, oder? Ist gar nicht so einfach zu beschreiten. Da sind direkt zwei. Ich würde ja am liebsten eigentlich runterrennen, aber das wäre keine gute Idee. Da unter mir ist... Unter mir ist auch einer. Ich bin für heute raus, hab da viel Spaß und schönen Abend. Alles klar, Jogger, dann danke, dass du da warst. Dir auch noch viel Spaß. Daneben springen. Wenn der Tablette streams schon könnte, was? Das wären gute Tabletten. Bis zum nächsten Mal. Eiskalt, Jogger. Bis zum nächsten Mal. So, ich bin langsam auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, ich kann diese Heule irgendwie noch anders dann ausschalten. Immer aus dem Weg gehen ist doof. Darüber springen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Zeit nicht riskieren. Schneller! Der Weg dauert aber lang. Aber nie an hier. Hui! Besuchen Sie den Laden. Oh, ich muss auch noch in den Laden rein. Wow. Ey, sag mal, spinnst du? Wir haben Level 2. Ich weiß nicht, ob ich den Tod kriege. Doch. Oh, diese Musik. Hab ich schon wieder erschrocken. Darf wieder fluchen? Ja. Ob du den Toten tot kriegst? Ja, dass er halt sich nicht mehr bewegt. Du weißt doch, was ich meine. Da.
Oh je. Jetzt sind sie alle wach. Na komm doch, komm! Na schön, du bist schon auf dem Tisch. Dankeschön. Du auch? Mich nicht beim Looten. Oh, es wird schon Tag. Verdammt, jetzt kommen die anderen alle rein, ne? Die anderen sind nicht alle wieder hier reingetrudelt. Sehen wir gleich dann, ja, das sehe ich gleich. Ja, da sind die Rucksäcke. Zeit, diese Familie zu ernähren. Ja, wenn ich so lebend rauskomme. Mal gucken. Bitte, die kommen jetzt nicht alle rein. Finde ich nicht so toll. Da hinten, da ist noch ein Schrank. Hier, guck mal, das müssen wir doch auch noch aufmachen. Das geht ja gar nicht. So viel Zeit muss sein. Perfekt. Wir haben es geschafft. Woo. Stofffetzen. Was hast du gerade zu mir gesagt? Ich hab nicht mal was gesagt. War so beleidigend. Ich freue mich, dass du heute streamst. Ich freue mich auch. Noch schön den Samstag zusammen verbringen. Da unten? Ja, dann wo komme ich denn hier rein? Oh. Haben hier unten? Die haben hier drin ihr Zuhause? Sehr gewagt.
Au, die leben aber echt gefährlich. Oh, sind das die Eltern? Er ist hier, endlich! Hast du die Vorräte? Hör mal, diese zwei. Du weißt, dass du... Sprichst du von meinen Eltern? Also, das ist... Das sind deine Eltern? Hab ich doch gerade gesagt, oder? Mama, Papa, guck mal, wer hier ist. Ich sagte doch, er wird nicht die Vorräte nehmen und abhauen. Ich weiß, ihr habt Hunger. Oh, Mann. Ich glaube, er weiß ganz genau, dass sie... Sag's nur mal zur Sicherheit. Hör mal, Kleiner. Du weißt, was es bedeutet, wenn sich jemand verwandelt, oder? Glaubst du, ich lebe unter einem Felsen? Natürlich weiß ich das. Gut. Also, deine Eltern. Sie sind nicht mehr unter uns. Sie haben sich verwandelt. Unmöglich. Guck. Hey, Papa, hast du Hunger? Sie sind Virusträger. Das könnte gefährlich sein. Ich kann mit ihnen umgehen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns ums Geschäft. Ich sag dir, wenn ich dich für die Mission anheuere, bezahle ich dich auch. Hast du das Essen? Okay. Ja, wir geben ihr trotzdem das Essen, ne? Großartig, danke. Hier, Mama. Hier, Papa. Guten Appetit. Tschüss, bis morgen. Keine Sorge, ich komme dann wieder, um euch zu füttern. Und hier, für dich. Das ist die Superwaffe. Mein Papa wird sie nicht mehr brauchen. Oh. Nochmal vielen Dank. Meine Eltern sind auch dankbar, wie du siehst. Tut mir schon ein bisschen leid, jetzt so ganz alleine. Aber dass er noch alleine hier überlebt hat, das ist schon krass. Ich meine, das ist halt noch ein sehr junger Mensch. Er füttert seine Eltern einfach. Kein gutes Zeichen, Tablette genommen und dann husten. Oh, dann trink lieber es noch ein bisschen nach. Darf ich das hier berühren, denke ich? Sollte ich nicht. Das ist Chemiegebiet, okay. Dankeschön. Im Niedergang war ich Arzt, spezialisiert auf alternative Medizin. Und despawned. Mir ist mittlerweile jede Medizin recht. Als ich nach Viledor kam, gab es da noch keine alternativen Ärzte. Daher habe ich gutes Geld verdient. Das war 2020. 2022 kam dann die THV-Pandemie. Viele dachten, sie würde ein paar Monate dauern. Neue Augen. Pandemien hatten wir ja schon erlebt. Wir werden lernen, damit zu leben. Ist ja nicht die erste Pandemie. Bald ist alles wieder normal. Erinnert ihr euch noch? Lasst mich einfach gehen. Damals war ich noch nicht geboren. Und dann wurde Berlin abgeriegelt. In Paris griff die Armee ein. Dann New York. Eine Stadt nach der anderen. Satelliten fielen aus. Das Internet fiel aus. Nein! Für viele war das schon das Schlimmste. Bis dann auch kein Internet mehr. Überall. Wir sehen uns nie wieder. Aber hinter seinen Mauern hielt Viledor weiter durch. Und meine Tür blieb offen. Ich kümmerte mich um alle und tat mein Bestes. Oh, Stefan. Auch nachdem alle anderen Heilmittel scheiterten. Endlich. Und was war das? Hallo, Dragul. Was meinst du? Du tatest, was du konntest. Nämlich? Ich setzte traditionelle Heilmittel auf indischer Schamanen und sibirischer Volksheiler ein. Antike Rezepte aus Babylon und Assyrien. Dinge, die Körper und Geist heilen. Ich gab die Hoffnung nie auf. Ich begriff, dass alle, die an einem Heilmittel arbeiteten, einen fundamentalen Fehler machten. Sie hatten nur Biologie und Chemie im Blick. Ist also widerlich, ne? Wissenschaft. Sie ignorierten die Fülle der Natur.
aber mein fundiertes botanisches Wissen befahl mir, die Antwort in der Welt der Pflanzen zu suchen. Eigentlich meine Decke, mir ist irgendwie kalt. Bist du jetzt auch noch Botaniker? Ich erhielt Samen aus der mittlerweile zerstörten Pflanzensamenbank in Elysium. Und 4 Jahre später fand ich ein Heilmittel für THV. Du hast ein Heilmittel gefunden? Ja, sicher. Samen aus Elysium. Wo sind denn dann deine Geheilten? Ich konnte lediglich 4 Patienten heilen, ehe mein Labor geplündert und von Banditen zerstört wurde. Sie haben alle meine Patienten getötet. Vor meinen Augen und mein Werk zerstört. Also nochmal zum Mitschreiben. Du bist alternativer Arzt und hast in einem Labor ein pflanzliches Heilmittel gefunden, aber dann wurdest du von Banditen ausgeraubt, die dann all deine Patienten killten, dich aber am Leben ließen und dein Wundermittelchen nicht klauten. Du musst mir ja nicht glauben. Keine Sorge, das tue ich auch nicht. Also ich glaube dir. Deshalb ziehe ich durch die Stadt und suche Astragalus frigidus und Uncaria tomentosa und die anderen Pflanzen, die ich brauche, um das Heilmittel erneut herzustellen. Handy lurken, da sehe ich die meisten Nachrichten nicht. Ich wünsche euch viel Spaß. Dankeschön, Dragul. Wünsche ich dir auch. Erwin Apokalypse, niemals zum Biologen rennen. Hau einfach niemanden. Menschen sind so schon irgendwie ziemlich egoistisch, der Großteil. In einer Welt wäre es noch schlimmer. Dann gehen sie halt noch mehr über Leichen. Weil gibt es ja keine Polizei oder so. Wer soll dich denn verurteilen? Ne? Menschen, ich auch. Richtig. Auch ein Mensch. Ja, man hasst ja nicht alle, aber halt 98%. Gibt 2% auf der Welt, die sind in Ordnung. Ich hoffe, du hast deinen blauen Hinternehme wohlgesagt. Da, auf ihn! Ich bin nur ein einfacher Soldat. Ja, schon, du Penner! Bitte lass mich gehen! Wie gefall ich dir jetzt? Der Tritt, du Arsch. Tötet mich und die mach ihn fertig. Lass mich einfach gehen. Achtung, du Ratte. Bam, in your face. In your face. Ja, nochmal. Du gehörst ganz mir. Hier, nimm eine Münze. Tötet mich und die Pikachu euch töten. Lasst mich einfach gehen. Oh, geht doch. Bitte schön. Gibst du mir Schönes? Ich wäre fast draufgegangen. Aufputschmittel, nice. Sehr gute Belohnung. Eine gute Tat. So hörst du den 2% deswegen der Tritt. Das ist richtig. 2% sind immer so viele.
Ja, war ich noch großzügig, ich weiß. Okay, nee. Nee. Fragezeichen, irgendwo. Das ist echt nicht cool. Was zur Hölle ist das? Dein Ernst jetzt? Wir hatten das. Packst du das? Jetzt hab ich dich, scheiß Kerl. Hier drüben, Arschloch. Hör an den Speck. Mit Speck? Mach den Hurensohn auf. Lebst du noch? Jetzt nicht mehr. Aber die Fässer sehen cool aus mit den Stacheln. Da kann man sicher hübsche Mettigel draus machen. Ja, du kannst sie dagegen treten, dann stecken die da drin. Das ist schon cool. Die Waffe nicht reparieren. Kaputt leider. Habt ihr euch wieder lieb? Geht das auch mit geht das nur mit Infizierten oder auch mit Nicht-Infizierten? Was mit dem Genickbruch? Oder was meinst du? Ne, die Fasssache. Ah, du kannst das auch mit menschlichen Gegnern machen. Also die Banditen und so, die habe ich auch schon da reingetreten. Das geht auch. Wow. Wiggle. Dü. Der haut sich auf den Arsch. Ja, wuhu. Oh, jetzt ist er fertig. Okay, gut. Er wollte nur mal ein bisschen Party machen. Willst du auch Party machen? Party ist toll! Gib mal wer. Nice move. Das sind so kleine Bugs, die finde ich wieder toll. Würden wir jetzt Far Cry spielen, wäre das Spiel jetzt kaputt. Könnten wir nicht weiter. Ist doch aber ein Fragezeichen gewesen, oder nicht? Das muss doch aber in dem Gebäude sein. Sagst du nicht immer schlecht? Manchmal sind sie ungewollt lustig. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich habe nur halt die schlechte Erfahrung bei Ubisoft gemacht mit Bugs. Die waren halt irgendwann nicht mehr lustig. Aber sowas hier, das feiere ich. Sind hier viel. Wiggle. Dankeschön, David.
man hier vielleicht irgendwie auch rein? Scheint aber nicht der Ort zu sein, den ich suche. Da oben ist irgendein blaues Symbol. Bam! Ja, endlich! Woo! Erstick dran, du Wichser! Was hast du zu mir gesagt? Habe ich das auch endlich mal gelernt? Ach, da ist ja noch jemand. Huch! Oh Gott! Aua! Willst du mal fliegen lernen? Ja, los, verpiss dich! Heilige Scheiße! Hilfe! Was ist schiefgegangen? Es ist Sparta. Ich will auch so ein Speer haben.